Ob am Single-Pedal, an der Double-Bass oder an der Hi-Hat. Es ist egal. Fast jeder Schlagzeuger, der sich zu Beginn mit dem Schlagzeugspielen beschäftigt, hat immer mit den folgenden Problemen zu kämpfen. Erstens ein Gleichgewichtsproblem. Zweitens der schwächere Fuß, entweder an der Hi-Hat oder an der Double-Bass, halten dich bei der Entwicklung auf. Und drittens eine falsche Einstellung der Pedale. Beginnen wir zuerst mit dem Gleichgewicht. Um saubere Singles, Doubles an der Bestung spielen zu können oder eine mitlaufende Hi-Hat mit dem schwächeren Fuß spielen zu können und auf ein möglichst hohes Tempo zu bekommen und dann auch dementsprechend die Ausdauer zu erreichen, ist das Gleichgewicht eines der wichtigsten Themen und tatsächlich auch nach meiner Erfahrung eines der größten Probleme von vielen Schlagzeugern da draußen und was auch am meisten Frust bei den meisten Schülern auslöst. Viele sind sogar irgendwann so weit, dass sie aus diesem Grund mit dem Schlagzeugspielen wieder aufhören möchten. Ich persönlich habe mich viele Jahre damit beschäftigt und auch gekämpft und mich mit diesem Thema immer wieder auseinandergesetzt. Beim Spielen mit beiden Füßen, und in diesem Video ist es auch egal, ob du Double Bass spielen oder deine Hi-Hat zum Groove mittreten möchtest, die Schwierigkeit ist immer, das Gleichgewicht zu halten, wenn du beide Füße zur selben Zeit spielst. Entweder du musst dich weit nach vorne oder nach hinten beugen, manchmal auch zur Seite, nur um beide Füße bewegen zu können. Und das größte Problem ist hier, dass es sich dann negativ auf dein komplettes Spielen auswirkt, da dein Spielgefühl drastisch darunter leidet. Es gibt aber bestimmte Richtlinien oder Ausführungen, die ich auch durchgemacht habe und auch so viele meiner Schüler geholfen habe bei diesem Problem. Es geht darum, dass du beide Füße zur selben Zeit in der Luft halten kannst. Ich könnte jetzt sagen, geh ins Fitnessstudio, mach Gleichgewichtsübungen und stärke deinen Rumpf durch Übungen mit Sit-Ups, Crunches oder Plankübungen. Aber wer hat schon die Zeit oder die Lust dazu? Die meisten jedenfalls nicht, auch ich nicht. Zudem bringt es dir auch eigentlich ganz wenig. Und hier ist das, was für mich und viele meiner Schüler am besten funktioniert hat. Wir haben nur zwei einfache Sachen, an die wir uns halten müssen. Erstens, bleibe mit deinen Füßen immer in Kontakt mit deinen Pedalen. Egal auf welchen, also an der Bestrom oder an der Hi-Hat. Und auf diese Weise lassen sich deine Pedale viel einfacher und leichter kontrollieren und du wirst dich dadurch auch viel zentrierter und entspannter fühlen. Zweitens, versuche möglichst alle Bewegungen immer mit der Wadenmuskulatur auszuführen. Also hebe nicht immer dein ganzes Bein, sondern arbeite aus deiner Wadenmuskulatur und bringe so deinen Fuß nach oben. So kannst du den oberen Bereich, also den Oberschenkel und deren Muskeln immer entspannt lassen und auch auf den Pedalen ablegen. Also das Gewicht der Beine ruht immer auf den Pedalen. Und das ist der Hauptgrund für dein Gleichgewichtsproblem, dass du immer den ganzen Fuß hochheben möchtest, was du aber nicht brauchst. Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Wenn du jetzt beide Beine so hoch hebst, dann verlierst du dein Gleichgewicht und ich könnte dich jetzt ganz einfach vom Hocker schubsen. Also du verlierst hier deine Gleichgewichtspunkte und dein Oberkörper muss das ausgleichen. Deshalb musst du dich nach vorne oder meistens nach hinten lehnen. Wenn du aber deine Muskeln im oberen Bereich gar nicht benutzt, sondern nur aus den Waden spielst, wie hier zu sehen, hast du zwei große Vorteile. Erstens, das Gewicht deiner Beine ruht immer auf den Pedalen. Also auch während des Spielens, als Stütze. Und du bekommst so vier Stützpunkte. Einmal die beiden Füße auf dem Pedal. Dann kannst du hier deine seitlichen Muskeln am unteren Bauch leicht anspannen, indem du den Bauch etwas gegen deinen Hosenbund presst. Aber nur ganz leicht, das reicht völlig aus. Und das, was jetzt viele gar nicht mehr beachten, bist du selber, indem du satt wie ein Fels in der Brandung auf dem Hocker sitzt. Ich mache mir da immer klar, dass mein Oberschenkel auch auf dem Hocker aufliegen bleibt. Also hier dieser Bereich bleibt satt auf dem Hocker liegen. Und das fühle ich auch beim Spielen. Mach dir diese Punkte mal alles so, wie ich es gerade auch mache, als Trockenübung klar. Und wenn du das alles berücksichtigst, brauchst du keine zusätzlichen Übungen oder irgendwelche Fitnessübungen, um dein Gleichgewicht zu halten.
Okay, sprechen wir über den schwächeren Fuß. Vielleicht kommt es dir auch bekannt vor. Rechts läuft es einfach besser als links. Egal, ob an der Double-Base oder an der Hide. Der linke Fuß will einfach nicht so wie der rechte. Und ich habe zu meinen Anfangszeiten auch immer wochenlang geübt. Sämtliche Übungen, die mir mein Lehrer so mitgegeben hat. Doch aus irgendwelchen Gründen konnte ich das, was ich rechts konnte, einfach nicht genauso mit links. Oder es war einfach viel schwerfälliger als rechts. Klar, wir Schlagzeuger werden immer unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen rechts und links haben, aber man kann das bis zu einem gewissen Punkt schon anpassen. An der Double Bass zum Beispiel stelle ich mir den linken Schlägel immer etwas weiter nach hinten als den rechten. So gleiche ich das schon mal ein wenig aus. Bei der Hi-Hat versuche ich, wenn ich meinen Fuß locker auf dem Pedal liegen lasse, schon mal meinen Grundsound generell zu haben. Also wenn ich immer meine Becken, wie im Rock oft es der Fall ist, einen leicht geöffneten Sound haben möchte, stelle ich meine Hi-Hat so ein, dass wenn mein Bein, ohne dass ich was dazugebe, meinen gewünschten Sound schon hat. Und dann, wenn ich meine Ferse hochhebe, habe ich einen geschlossenen Sound. Und wenn ich die Ferse ablege, aber die Zehen leicht anhebe, habe ich wieder so einen weiteren geöffneten Sound. Aber immer mit den nötigen Stützpunkten. Und generell lasse ich auch mein Bein auf der Hi-Hat je nach Tempo so mitlaufen. Das mache ich auch wieder aus der Ferse heraus oder aus der Wadenmuskulatur. Also genau die Bewegung wie vorher schon erklärt. Nur werfe ich jetzt mein Bein nicht ganz nach oben, sondern hebe ich die Ferse nur ganz leicht an und lasse dann satt herunterfallen. Und das ist auch vielleicht für den einen oder anderen als Verständnis die Bewegung, die du bei den Pedalen auch machen sollst. Nur hebst du dann eben oder wirfst du dein ganzes Bein nach oben, aber nicht aus den Hüftbeuger oder aus der Oberschenkelmuskulatur. Also lasse deinen Hüftbeuger und die Oberschenkelmuskulatur immer locker. Ganz kurz, wenn dir dieses Video bis hierhin gefallen hat, dann lass ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schreibe mir mal unten in meine Kommentare, mit welchen Problemen du so an deinen Füßen oder mit deinen Füßen zu kämpfen hast. Oder ob das Thema Gleichgewicht auch eines deiner Probleme ist. Das dritte Problem ist dann noch die Einstellung der Pedale. Und zwar, viele suchen dann im Internet immer nach Pedaleinstellungen. Und da gibt es ja genügend und stellen dann ihre Pedale exakt nach deren Anweisung ein. Was aber oftmals die komplett falsche ist. Eine maximale Federspannung, 50 Grad Einstellung des Schlägels, was weiß ich, den Beater ganz nach oben, weil es der Schlagzeuger XY auch so macht. Aber bei dieser Einstellung zum Beispiel bin ich nicht mal in der Lage, den Beater bzw. die Platte ohne Kraft herunterzudrücken. Und wir sind alle unterschiedlich. Und im Laufe der Jahre habe ich auch durch meine Schüler bemerkt, dass die Empfehlungen spezieller Einstellungen nicht bei jedem funktionieren. Deshalb sehr wichtig, damit das auch alles funktioniert. Du musst deine Pedale auf dein eigenes Körpergewicht einstellen, sodass deine Beine schön entspannt auf den Pedalen ruhen können. Und dazu habe ich diesen Kurs erstellt, wo ich dir alles Wichtige über das Einstellen deiner Fußmaschine erkläre. Immer Schritt für Schritt, sodass du jeden Punkt dir ansehen kannst und dann auch gleich umsetzen kannst. Und glaube mir, wenn du jetzt solche Probleme wie mit dem Gleichgewicht hast, wie in diesem Video angesprochen, oder immer diese ungewollten Doppelschläge in deinem Spiel hast, dann liegt das meistens erstens an den heutigen angesprochenen Punkten, aber auch an den falschen Einstellungen deiner Pedale. Wenn du das oder wenn du jetzt die Lösung dafür brauchst, dann kann ich dir nur meinen Kurs Beherrsche deine Pedale empfehlen. Der kostet auch nicht die Welt und ist es auch definitiv wert. Und alle meine Schüler oder Schülerinnen, die diesen Kurs durchgemacht haben, sind überglücklich und spielen um einiges besser als zuvor, weil dann die Pedale mit dir arbeiten und nicht mehr gegen dich, was dein Spielgefühl um einiges verbessert. Und ich verlinke dir diesen Kurs mal unten in der Beschreibung. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen und wenn du jetzt noch Übungen für deine Bassdrum oder deine Double Bassdrum suchst, dann schau dir folgende Videos von mir an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.